Starttrainer Pep Guardiola hat in knapp 2 Jahren beim englischen Fußballmeister Manchester City bereits den 4. Titel gewonnen. Trotz eines Fehlschusses von Nationalspieler Leroy Sané setzte der Titelverteidiger sich im Finale des Ligapokals gegen den FC Chelsea mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Raheem Sterling verwandelte den entscheidenden Elfmeter für City, anders als Sane traf Ilkay Gündogan vom Punkt. Die beiden deutschen Nationalspieler hatten sich 4 Tage nach dem 3:2 im Achtelfinale der Champions League bei Schalke 04 zunächst lange mit der Zuschauerrolle auf der Bank begnügen müssen. Das fühlt sich großartig an, sagte der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan, der selbst einen Elfer verwandelt hatte. Sowohl City-Keeper Ederson als auch Chelsea-Torwart Kepa hielten je einen Schuss. Chelseas David Luiz traf den Pfosten. Um Kepa gab es kurz vor dem Ende der Verlängerung einen Eklat. Trainer Maurizio Sarri wollte ihn vom Platz nehmen und dafür Willy Caballero einwechseln, der im Ligapokalfinale 2016 damals noch im Trikot von Man City 3 Elfmeter gehalten hatte. Doch Kepa verweigerte trotz mehrfacher Aufforderung den Wechsel. Sarri tobte an der Trainerbank und musste vor dem Elfmeterschießen vom deutschen Verteidiger Antonio Rüdiger zurückgehalten werden. Chelseas Antonio Rüdiger verpasste indes seinen 2. Pokalsieg in England. Nach dem Triumph im FA Cup in der vergangenen Saison erlebte der Abwehrspieler seine 1. Endspielniederlage mit den Blues. Guardiola hatte in seiner 1. Saison bei den Citizens die Meisterschaft, den Ligapokal und den Supercup gewonnen. Nach einer ereignisarmen 1. Hälfte mit nur einem Torschuss traf Sergio Aguero vor 81.775 Zuschauern im Wembley-Stadion für City ins Netz, allerdings aus Abseitsposition, 56. Erst in der 79. Minute wurde Gündogan eingewechselt, Sané kam 6 Minuten später aufs Feld. In der Nachspielzeit verpasste Willian das Siegtor für Chelsea, Ederson parierte den Freistoß seines brasilianischen Landsmannes glänzend. Punkt. Auch die Verlängerung verstrich ohne große Höhepunkte.